Willkommen zurück, Freunde von der Gamescom. Ja, wir sind hier gerade auf dem Sony PlayStation Stand unterwegs. Ich habe mir mal die gute Lisa zur Seite genommen und wir werden uns jetzt gleich mal ein paar Gedanken zu The Last Guardian machen. Lisa, du hast 45 Minuten lang The Last Guardian anspielen dürfen und erzähl uns doch einfach mal kurz und knackig, wie war die Erfahrung? Ich habe ja gestern 45 Minuten Last Guardian testen dürfen. Die ersten 45 Minuten im Spiel, das heißt das Tutorial getestet, die Mechaniken kennengelernt, aber auch viel von der Atmosphäre des Titels mitbekommen. Indem es sehr, sehr stark um die Interaktion zwischen Trico, diesem Fabelwesen, dem kleinen Jungen geht, den wir gesehen haben in den diversen Trailern, zu E3 zum Beispiel. Und man merkt schon am Anfang sehr, sehr, dass es nicht nur ein wunderschönes Action-Adventure ist, in dem auf Atmosphäre, auf Musik, auf passende Beleuchtung gesetzt wird, sondern dass es vor allem auch um die Beziehung zwischen diesen Charakteren geht, wie sie interagieren und dass uns dieses Wesen am Anfang gar nicht mal so freundlich gesinnt ist, weil wir dringen in seine Höhle ein, befreien ihn zwar von ein paar Speeren, die in seinem Flügel stecken zum Beispiel, aber er sieht uns am Anfang so ein bisschen als Feind, weil er kennt uns nicht und das wird sehr, sehr deutlich. Also da wird mit dem Licht und der Farbe der Augen zum Beispiel gespielt und da kommt schon sehr, sehr deutlich bei rüber, dass es in diesem Spiel um Freundschaft gehen wird, um das gemeinsame Erkunden und Entdecken und auch ein bisschen um Mythen und Mysterien und Rätsel, weil Trico ist ein Fabelwesen. Wir finden im späteren Verlauf eine Art magische Scheibe mit Runen, die dann Tricos magische Kraft so quasi hervorruft. Und ja, es war ein schöner erster Eindruck vom Titel. Ja, also würdest du sagen, wie viel Shadow of the Colossus oder Ico steckt in dem Titel drin? Was Atmosphäre angeht, einiges. Also das haben sie ja schon gezeigt, das können sie wirklich, wirklich gut. Es ist zum ersten Mal, dass wirklich auf diese starke Interaktion gesetzt wird. Das war ja in Shadow of the Colossus gar nicht der Fall. Und das wird bei The Last Guardian sehr, sehr deutlich zum Vorschein kommen. Das heißt, die Freundschaft steht ganz klar im Vordergrund und das Spiel lebt einfach von seiner Atmosphäre. Wie ist denn das mit dem Schwanz des Tierbegleiters? Das heißt, der soll ja auch dann irgendwie zum Schießen eingesetzt werden können und das steuerst du dann irgendwie über den Protagonisten. Konntest du das auch schon ausprobieren irgendwie? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, das haben sie auch noch irgendwie angekündigt, dass das wohl möglich ist. Ja, komm, warten vielleicht noch die ein oder anderen Specials auf euch. Und ja, ich würde einfach mal sagen, kurz und knackig erzählt, was es zu Last Guardian zu erzählen gibt. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Story mögt, beziehungsweise wenn ihr Atmosphäre mögt, die sich über die, wenn ihr eine Story wollt, die über die Atmosphäre aufgebaut wird, so, dann guckt es euch auf jeden Fall an. Und ist auf jeden Fall ein Sony-Exklusivtitel, ne? Ist ein Sony-Exklusivtitel für die PlayStation 4. Wird veröffentlicht am 26. Oktober und die News und alle weiteren Infos dazu findet ihr schon auf unserer Seite. Alles klar, schaut auf jeden Fall mal auf playnation.de rein und wir sehen uns im nächsten Video von der Gamescom.